Einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Ich werde euch noch beantworten, warum ich eine Weihnachtsmütze aufhabe. Ich werde euch noch beantworten, warum das das erste Christmas-Vlog von Behind the Scenes bei Stars and Scenes ist. Und vor allen Dingen, ich glaube, die meisten sind darauf gespannt, werde ich euch beantworten, was das nächste Gewinnspiel beinhaltet. Ich hoffe, ihr hattet das erste Gewinnspiel schon gesehen. Noch nicht ganz so weihnachtlich, wobei es natürlich vom Josh auch noch eine Winteredition gibt. Also nicht vom Album, sondern von unserem Vlog. Mehr dazu aber später. Alle Informationen findet ihr wie immer auf unserer Instagram-Seite Stars and Scenes, falls der eine oder andere sich gerade erstmal fragt, wer ich bin. Ich bin Jessie von Stars and Scenes. Wir haben ein Online-Magazin und ihr seid gerade bei Behind the Scenes bei Stars and Scenes gelandet. So viel erstmal die ersten Informationen. Das Josh-Gewinnspiel von seinem Album ist zu Ende. Der Gewinner ist gezogen worden und ich habe ein Nest-Gewinnspiel. Und es ist weihnachtlich. Ich präsentiere schon mal. Ich hoffe, ihr seht es jetzt, ohne dass das irgendwie spiegelt. Es geht um das Kastelruther Spatzenalbum. Heimat, Liebe, Weihnachten habe ich zugeschickt bekommen. Das wunderschöne Album hier. Ein Booklet. Auch nochmal Werbung, wie ihr die Kastelruther Spatzen im Internet findet. So, ich müsste, glaube ich, scharf gestellt sein. Und das Booklet, was ich übrigens sehr süß gestaltet finde. Wer die Kastelruther Spatzen jetzt nicht kennt, komm aus Tirol. Frag am besten mal deine Großeltern. Und das meine ich gar nicht böse. Aber ich denke, dass es eher ein Album ist, womit die liebe Oma oder der liebe Opa ein bisschen mehr anfangen kann. Das sind die Kastelruther Spatzen. Waren auch schon beim Florian Silbereisen mal zu Gast. Haben schon unendlich viele Alben produziert. Ach ja, sieht er das sogar. Die Erfolgs-CDs. Eine ganze Menge. Geht sogar noch weiter. Also sie sind wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Haben, glaube ich, noch nie ein Weihnachtsalbum veröffentlicht, was sie jetzt aber getan haben. Und es sind sehr schöne Songs. Nicht nur so diese traditionellen, sondern halt auch eigene und auch ein bisschen peppigere. Wir können am besten auch gleich nochmal rein. Wie gesagt, ihr könnt jetzt so ein Album gewinnen. Vielleicht auch für die Oma oder den Opa. Ich mache jetzt mal das deutsche Weihnachtslieder-Medley. Fängt dann schon mal traditionell an. Leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Ihr könnt, wie gesagt, dieses Album gewinnen von den Kastelruther Spatzen, das Weihnachtsalbum Heimat, Liebe, Weihnachten. Was ihr dafür tun müsst, ist, ich möchte gerne wissen, was euer Lieblingsweihnachtssong ist. Muss gar nicht vom Album sein, aber irgendwas wird euch ja an Weihnachten musikalisch immer wieder verfolgen, wo ihr sagt, diesen Song, das ist für mich Weihnachten. Ich habe da eigentlich mehrere Songs, muss ich zugestehen. Von daher ist die Frage gar nicht mal so einfach. It's beginning to look like Christmas. Nur einer oder All I want for Christmas is you. Ich kann nicht singen, ich mache es trotzdem. Auch das Andreas Gavalier-Album war damals schon, wo ich sage, das ist Weihnachten. Ich möchte aber gar nicht so viel Werbung machen, weil dieser Vlog ist für die Kastelruther Spatzen.
Die haben auch einen Song rausgebracht. Der es definitiv auch auf meine Weihnachts-Playlist gebracht hat, dass es tu es, weil Weihnachten ist. Ist immer so vielleicht so ein ganz leichter Satz, mit dem man so sagt, hey, tu es, weil Weihnachten ist, sei ein bisschen netter, sei ein bisschen hilfsbereiter. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist, weil ich meine schon, man sollte auch generell hilfsbereit sein, aber an Weihnachten ist es, glaube ich, auch so, dass man noch ein bisschen besinnlicher ist und ja, es einfach mal noch mehr tun sollte, als man sonst immer nett und hilfsbereit ist. Tu es, weil Weihnachten ist. Weil Weihnachten ist. So viel zum Thema Weihnachten und die Kastelruther Spatzen. Wie gesagt, ihr könnt ein Album gewinnen. Macht am besten mit. In der Inbox steht drin, wie ihr gewinnen könnt. Schwarze Weihnachtsmütze. Eigentlich möchte ich gar nicht verraten, warum sie schwarz ist. Das wäre eigentlich so ein bisschen so das Hauptquiz für die nächsten Vlogs. Denn, ich habe es euch versprochen, dieses Jahr kein Adventskalender. Hat mehrere Gründe. Sondern einmal in der Woche, ich denke, das wird sich auf Mittwoch oder Donnerstag verlaufen, ein Christmas-Vlog. Ich habe ja im Vorfeld gefragt, auf was ihr so Bock habt. Ihr habt abgestimmt, dass es eher traditionell statt witzig sein soll. Fand ich auch sehr interessant. Bin ich aber auch dafür, weil ich meine, Weihnachten ist nur einmal im Jahr und kann auch definitiv traditionell sein. Jedenfalls gibt es nächste Woche und dann übernächste Woche und übernächste Woche noch ein Vlog. Auch, haltet euch fest, jeweils mit einem Gewinnspiel. Und ich denke, bis zum Ende sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Also nicht traurig sein, wer beim Josch nicht gewonnen hat und auch nicht traurig sein, wer bei den Kastelruther Spatzen nicht gewonnen hat. Es gibt noch ganz viele Gewinner. Ja, auch wieder mal ein kurzer Vlog. Habt ihr Fragen, dann stellt sie bei Instagram oder uns per E-Mail oder auch gerne darunter bei YouTube. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich mit euch gemeinsam die Weihnachtszeit genießen zu können. Weihnachten bedeutet Besinnlichkeit, also nehmt euch den Stress mal ein bisschen weg, besucht eure Familie, verbringt Zeit mit Freunden und auch mit der Familie logischerweise.